Mann, 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 im letzten Part von Tomb Raider ist ja einiges abgegangen. Wir wären fast gerettet worden. Doch das Flugzeug, welches uns abholen sollte, ist plötzlich abgestürzt. Der Grund dafür? Ein aus Das dem. könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Huiuiui, erschreckt mich nicht so. Ein aus dem Nichts aufgetauchter Sturm. Möglicherweise geht es hier auf dieser Insel doch nicht mit rechten Dingen zu. Wer weiß das schon? Seit dem letzten Part haben wir auch eine neue Fähigkeit bekommen, nämlich die Seilpfeile. Mit denen können wir uns, naja, an anderen Seilen, wie soll ich sagen, heranschießen und dann hochklettern. Das gibt uns natürlich ganz neue Möglichkeiten, um voranzukommen oder bestimmte Gebiete zu erkunden. Ich wollte das Ganze eigentlich auf einen anderen Knopf legen, musste aber feststellen, dass das leider nicht möglich ist. Zumindest habe ich die Einstellung nicht gefunden. Das ist doof. Na gut, dann muss ich eben mit Y als Knopf für die Seilpfeile leben. Ich hoffe mal, dass sich hier nichts versteckt, weil überprüfen werde ich es nicht. Stattdessen werde ich weitergehen. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob man Munition verbraucht, wenn man die Seilpfeile benutzt. Das wäre noch interessant zu wissen. Normalerweise müsste es ja so sein. Aber man braucht die Seilpfeile sehr häufig. Und manchmal sind sie essentiell zum Weiterkommen. Die können das ja nicht so machen, dass du, wenn du keine Pfeile mehr hast, aufgeschmissen bist. Verstehst du? Ich will da irgendwie hoch, weil ich glaube, dass da was ist. Also, das scheint halt so. Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit? Naja, schade. Dann halt nicht. Wie wir hier erkennen können, ist es uns nun möglich, diese Türen mit Seilbefestigung aufzubekommen. Da gab es schon mal eine, wenn ihr euch erinnert. Und wenn da was ist, dann komme ich da leider nicht ran. Auf der Karte ist nichts eingezeichnet, aber ich glaube, wir haben auch nicht die Karte, die uns alles zeigt in diesem Gebiet. Leider Gottes. Die müssen wir erstmal finden. Vielleicht habe ich sie schon verpasst. Keine Ahnung. Oh, aber das Bergdorf kennen wir. Eieieiei. Da waren wir schon mal. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier Co-Pilot Jessup von Noch Flugzeug ein Pilot. N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Na, der Roth ist ja auch irgendwie ein Typ, der größtenteils nur an sich denkt. Kann das sein? Bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht von ihm. Haben wir einen Fähigkeitenpunkt oder sowas? Nö. Schade. Ich werde den Co-Pilot definitiv nicht im Stich lassen. Er ist ja auch eigentlich gar nicht so weit weg. Geh mal weg da, Krähe. Du störst nur. Bam. Ist das nicht eine tolle Technik, voranzukommen? Scheiße.
Gegensatz zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Fuck, ja. Ich fang gleich damit an. Zeitverschwendung. Ich brauch Hilfe! Nein! Shit. Erstmal auf Distanz gehen. Oh crap, ich komme hier nicht weiter. Ich dachte, ich könnte um das Haus rum. Aber der eine Gegner ist der einzige, der noch übrig ist, richtig? Scheiße. Ja, du leider auch. Nein! Alter, wie viel hält der aus? Shit, Mann! Da habe ich so gut angefangen. Ich habe extra drauf geachtet, dass ich den zuerst kille. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bei dem Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Waffenmodifizierung verfügbar. Ich finde es interessant, dass Roth jetzt gar nicht gesagt hat, dass ich eben nicht bei ihm bin, sondern gerade was auf eigene Faust veranstalte. um nochmal auf die Situation von eben einzugehen. Ich habe eigentlich mit Absicht den gekillt, der halt am unscheinbarsten platziert war, damit die anderen nichts mitbekommen. Hat aber leider nicht so ganz funktioniert. Schade. Naja. Ach was. Wir können unseren Bogen verbessern? Also so richtig jetzt? Geil. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Gut, gut. Aber auch hier möchte ich ganz gerne aufs Dach. Wie kann ich denn bitteschön diese Barrikaden beseitigen? Das ist das Einzige, was ich bislang noch nicht rausgefunden habe. Aber ich vermute mal, dass es noch gar nicht möglich ist. Da ist eine Reliquie, ne? Und die kommen wir leider nicht ran. Übrigens, das Flugzeug scheint da unten abgestürzt zu sein. Das ist gar nicht mal so tragisch. Denn wenn ihr euch erinnert, im Bergdorf gibt es ja bereits einen Flugzeugwrack. Fällt also gar nicht mehr auf. Ja, ja. Auch ich habe manchmal schwarzen Humor drauf. Nein, nein, wir wollen dem Co-Piloten ja helfen, ne? Und für alles Weitere kann ich ja nichts. Ich will jetzt nicht nochmal unnötig sterben. Bitte halt dich fest. Danke. Also, wir hatten sowas schon mal. Was war das für eine Explosion? Mein bisher einziger Tod war ja einer, der gar nicht mal so wirklich meine Schuld war, finde ich. Süße Häschen. Moment, war da was? Ja. Ein Geocache. 7 von 15. Hieß es nicht, dass wir zusätzliches Bergungsgut bekommen, wenn ich Tierkadaver, verdammt. Wenn ich Tierkadaver, plündere. Aber der ist so schnell. Jetzt bleib doch mal stehen. Hallo Häschen, ich hab eine Karotte. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich trau mich nicht. Oh, okay, dann lass ich dich halt leben. Mano, ich hab ein viel zu gutes Herz. Der war etwas zu schnell. Wo geht's da denn lang? Moment, komme ich auf diese Weise zu dieser einen Tür, die ich vorhin erwähnt hatte? Da ist Bergungsgut. Moment, wie komme ich da ran? Aha, aha, aha. Ich habe eine Idee. Wir zünden das da an. Und
jetzt nutzen wir den Bogen. Und besorgen der Fackel ein wenig Schwung. So. Perfekt. Dumm nur, dass die Kiste relativ weit runtergefallen ist. Naja, so ist das Leben. Man muss sich halt für jeden Scheiß abrackern. Ach, sieh mal an. Das war ja sogar was Besonderes. Ein Teil einer Waffe. Krass. Na, dann würde ich mal sagen, hat sich der Aufwand gelohnt. Ich würde jetzt ganz gerne noch zu dieser einen Tür gehen. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Ich weiß nur leider nicht mehr genau, wo die war. Ist sie vielleicht sogar über mir? Ich kann von hier aus mich nirgendwo ranziehen, ne? Weil das bringt nichts. Doch, ich kann darüber. Krähe, verschwinde bitte. Sonst musst du sterben. Oh, das war dumm. Man muss immer in der Nähe des Pfostens stehen, sonst kann sie das Ganze nicht befestigen, logischerweise. Ja, gut. Ah, Mensch, wo war die Tür? Ich glaube, wir sind jetzt in der Nähe von diesem Wolfs... Bau. Und da unten ist das Grab der Unwürdigen, oder wie es hieß. Also doch, die ist hier in der Nähe. Ich bin mir 100% sicher. Na dann, jump! Ja, hallo! Deine Axt? Nur so zur Info. Nur mit den Krallen wird das nicht funktionieren. Selbst wenn du sie jetzt ein paar Monate nicht geschnitten hast. Waffen? Die Munition nehme ich mal gerne an mich. So. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen total unnötigen Umweg. Das wäre blöd, aber... Die war hier irgendwo, garantiert. Mensch, Lara, halt dich fest. Komm schon. Tu mir den Gefallen. Das Ding ist morsch, ich weiß. Aber für meinen Zweck reicht's. Wo ist diese vermaledeite Tür? Wehe, das lohnt sich jetzt nicht, ne? Da! Hey, die ist offen? What? Das ist sie doch, oder nicht? Ja klar, aber warum ist sie offen, bitte? Das ergibt ja keinen Sinn. Was? What the fuck? Wo kommt der denn her? Scheiße! Noch einer. Ja, toll, danke, Baum. Ja, wer hätte denn damit rechnen sollen? Aber gut, jetzt weiß ich auch, warum die Tür auf ist. Wahnsinn. Diese Arschlöcher. Wo bin ich jetzt? Hä? Da ist ja noch ein Grab. Können wir da schon rein? Ich bin halt jetzt einfach mal an einem Ort, an dem ich gar nicht sein sollte. Und da unten haben wir auch noch was zu holen. Aber ich guck mir jetzt erstmal das Grab an. Oh, Moment mal, bin ich hier vielleicht doch richtig? Weil da vorne ist der Pilot. Ach so. Moment mal, ich dachte, den erreicht man anders. Da unten ist ein Geocache. Hä? Naja, in jedem Fall haben wir was gefunden. Und das werde ich jetzt untersuchen. Unabhängig davon, ob das nun der richtige Weg ist oder nicht. Aber normalerweise habe ich gedacht, man müsste zu dem... allerersten Lager im Bergdorf gehen. Da gibt es nämlich auch eine Art Tempel, den man nur mit den Seilpfeilen erreichen kann. Und meine Erinnerung war so, dass ich dahin muss, um den Piloten zu finden. Vielleicht war das bloß der Dulli-Weg und wir haben jetzt den Pro-Weg gefunden. Na, geh durch.
Sieht schon beeindruckend aus hier. Das macht mir nur etwas Angst. Überall Götter und Opfer. Das ist beängstigend. Halle des Aufstiegs. So. Oh, und da ist auch ein Lager. Das trifft sich gut. Denn wir haben jetzt, wie gesagt, einen besseren Bogen. Wir hatten ja bislang den provisorischen Bogen, also quasi Müll. Und jetzt haben wir einen Recurve-Bogen. Waffe modifiziert. Na, das ist doch super. Oh, und alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Das ist natürlich toll. Alles andere wäre auch ein bisschen verarsche. Kann ich da gleich mal was machen, um den noch besser zu formen? Ja? Schlüsselringabzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Yay! Das freut uns doch. Sehen wir uns nun das Grab an. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern, das war ziemlich tricky. Und meine Güte! Was ist das für ein starker Wind? Mich wundert's, dass diese Hütte hier noch steht. Sie müsste doch alleine... Also das Ganze muss ja uralt sein. Und mit der Zeit, irgendwann, nach all den Jahren, muss doch diese Wand hier mal gebrochen sein, oder nicht? Stattdessen steht hier noch alles schön oben so. Hier ist ein Goldpferd, klar, komm. Allein das hier ist bestimmt schon mehrere Millionen wert. Aber ihr kennt doch Lara, die ist nicht daran interessiert. Sie möchte lieber forschen. Meine Güte, was man hier alles mitnehmen könnte. Man hätte ein Leben lang ausgesorgt. Oh, sieh mal an. Wir können das Fenster schließen. Ja, wie gesagt, ich erinnere mich da irgendwie dran. Man muss da hoch und das Ganze hat mit einem Timingsrätsel zu tun. Aber wie ging das nochmal? Okay, ich kann die Fenster schließen und ich kann... und ich kann das machen. Alles klar. Das Ganze muss halt jetzt bloß so getimed sein, dass ich auf der Schaukel bin, wenn der Wind durchdringt. Aber wie timen wir das? Jetzt vielleicht? Oder ist das schon zu spät? Weil es geht erst das erste Fenster auf und dann die anderen. Komme ich so hoch? Ja. Ja, aber das ist ja jetzt falsch, oder? Oder nicht? Nö, ich bin oben. Aber das kann es noch nicht gewesen sein, oder doch? Hui! Hui! Das war's? Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Womöglich, ja. Ziemlich cool. Aber auch hier einige Tote. Höchstwahrscheinlich Opfer. Also ich muss zugeben, bei meinem ersten Durchspielen bin ich bei dem Rätsel etwas länger gehangen, aber das war ja eigentlich gar nicht schwierig. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Sowie einen von drei Teilen einer Handfeuerwaffe. Und die Geocache-Karte vom Bergdorf. Nice. Ja, es ist typisch Lara. Anstatt die ganzen Schätze mitzunehmen,
begnügt sie sich mit einem Drittel einer Handfeuerwaffe. Ist klar, ne? Boah, ey. Der Wind, Alter. Das ist abnormal. Kann ich eigentlich eine Schnellreise durchführen? Weil das alles jetzt zurückzulaufen, ist ja doch irgendwie ein bisschen blöd, oder? Aber ich fürchte fast, mir bleibt nichts anderes übrig, als tatsächlich zurückzurennen. Naja. Ursprünglich hatte ich vor, jetzt das zu tun, woran ich mich erinnere oder zu erinnern glaube. Andererseits, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich auch probieren, den Co-Piloten von dort aus zu erreichen. Warum hinabsteigen und dann womöglich unten feststellen, oh, ich musste doch da lang. Dann doch lieber von oben nach unten. Das geht an und für sich in den meisten Fällen schneller. Schnappen wir uns doch erst einmal die Reliquie, die da unten war. Ich glaube, den Jump kann ich auch ohne Probleme überleben. Ja gut! Nicht so hundertprozentig, aber ich lebe noch. Ich mache das nicht mehr. Ich hätte mich hinabhangeln sollen. Das wäre klüger gewesen. Entschuldigung. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Von wem ist das? Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Oh ja. Oh ja. Also was wir schon alles an Skeletten gefunden haben, das ist ja schon nicht mehr normal. Gehen wir darüber. Moment. Erstmal richtig hinstellen. Weil die sind da manchmal ein bisschen pingelig. Man muss wirklich ganz in der Nähe dieses Pfostens stehen. Sonst denkt Lara nicht daran. Boah, was die da macht. Was die da macht. Ich meine, guckt mal nach unten. Das sieht cool aus, ja. Aber wer von euch würde sich das trauen? Kaum einer. Aha. Na, heute sind wir aber erfolgreich. War das alles, was es hier zu finden gibt? Also, das war schon genug, aber... Weiß ja nicht. Einen Schritt weiter. So. Vermutlich gibt es auf jeder Mini-Insel, sage ich jetzt mal, irgendwas zu finden, aber ich werde jetzt nicht jeden Zentimeter erkunden. Ich nehme mit, was ich finde und gut ist. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Was ist aus ihm geworden? Werden wir es je erfahren? Keine Ahnung, aber im nächsten Part von Tomb Raider geht's weiter.